Krone präsentiert mit Big X in der obersten Häckslerklasse seinen Kunden vier Leistungsträger mit 500 bis 1000 PS und Arbeitsbreiten von 6 Meter bis 10,50 Meter. Immer größer, immer breiter, ist das richtig? Leistung ist bei Krone kein Selbstzweck, sondern erfüllt die Anforderungen der Praxis. Krone stellt sich der Praxis, zeigt seine Technik im Feld, offen für jedermann, transparent und nachprüfbar. September 2006. Im baden-württembergischen Biberach werden in einem Workshop mit Kunden und Fachjournalisten aktuelle Fragestellungen erörtert. Hat es Auswirkung, wenn bei gleicher Maschine die Arbeitsbreite von 6 Meter auf 10,50 Meter erhöht wird? Welche Auswirkung hat es, wenn bei gleicher Maschine mit Standardtrommel oder Biogastrommel gearbeitet wird? Kann Häckselqualität objektiv bestimmt werden? Verbindliche Aussagen können nur auf Basis einfach nachprüfbarer Kriterien erstellt werden. Es werden deshalb bestimmt der Dieselverbrauch, die Häckselzeit, die Erntemenge und die Häckselqualität. Mit dem meistverkauften Krone-Häcksler, dem Big X 650 mit V8-Motor und 650 PS, werden die Versuche durchgeführt. Im Big X 650 läuft ein Mercedes-Benz-Motor, Euromod 3. Der Motor wird ohne Modifikationen in der Standardeinstellung gefahren. Leistungsdaten wie Motordrehzahl und Geschwindigkeit werden mit einer Kamera online von der Häckslerkabine auf das rollende Labor übertragen. Stets transparent und nachvollziehbar für die Teilnehmer. Um den Dieselverbrauch exakt zu messen, hat Krone am Big X einen durchsichtigen Zusatztank montiert. Zu Beginn der aktiven Messfahrt wird durch Umlegen eines 3-Wiegehahns nur der Diesel aus diesem Zusatztank entnommen. Während der Messfahrt wird somit jegliche Veränderung im Dieselverbrauch festgehalten. Am Ende der Messfahrt wird der 3-Wiegehahn wieder umgelegt. Der Motor mit Diesel aus dem Haupttank versorgt. Anschließend wird die verbrauchte Dieselmenge im Zusatztank wieder aufgefüllt und genau protokolliert. Mit dieser einfachen und transparenten Messmethode kann die verbrauchte Dieselmenge exakt der jeweiligen Messfahrt zugeordnet werden. Mit einer Stoppuhr wird die Dauer der Messfahrt festgehalten. In der Nähe des Versuchsfeldes wird auf einer öffentlichen Waage das Erntegewicht der jeweiligen Versuchsfahrt kilogenau festgestellt. Häckselqualität ist messbar. Entscheidend ist die Verteilung der Größenfraktionen, denn das Häckselgut soll homogen sein, weder zu grob noch zu fein. Klaus Semmler, Firma Agrartraining aus Glandorf, untersucht die Häckselqualität. Mit einem Siebverfahren wird die jeweilige Häckselprobe in vier Fraktionen getrennt, deren Gewicht bestimmt und protokolliert. Über 20 mm, über 10 mm, über 7 mm und unter 7 mm. Die gemessenen Fraktionsgewichte werden prozentual in Beziehung gesetzt und erlauben eine transparente und eindeutige Aussage über die vorliegende Häckselqualität. Zurück zur Aufgabenstellung. Hat es Auswirkung, wenn bei gleicher Maschine die Arbeitsbreite von 6 Meter auf 10,50 Meter erhöht wird? Hierfür häckselt der Big X 650 mit dem Vorsatz Easy Collect 6000 in seiner ersten Messfahrt eine komplette Schlaglänge. Die Leistungsdaten dieser Fahrt lauten: Die Arbeitsbreite beträgt 6 Meter, die Wegstrecke 340 Meter,
Die Häckselzeit 156 Sekunden. Das Erntegewicht 10.650 Kilogramm. Der Dieselverbrauch 7,1 Liter. Die Häcksellänge 12 mm. Geerntet wurden 0,2 Hektar. Das sind 4,71 Hektar je Stunde. Mit einer Erntemenge von 246 Tonnen in der Stunde. Und 52,21 Tonnen je Hektar. Mit einem Verbrauch von 0,67 Liter je Tonne Erntemenge. Das sind 164 Liter Diesel je Stunde. Und 34,8 Liter je Hektar. Nach einem Wechsel der Vorsätze von EasyCollect 6000 zu EasyCollect 1053 erfolgt der zweite Testdurchgang mit 14 Reihen Arbeitsbreite. Die Erhöhung der Arbeitsbreite führt zu eindeutigen Messergebnissen. Die Ergebnisse dieser Messfahrt überraschen die Teilnehmer. Der Durchsatz steigt um 5,7%. Der Dieselverbrauch je Tonne Erntegut verringert sich um 17,9%. Der Dieselverbrauch je Hektar Erntefläche verringert sich sogar um 20,3%. Die Ergebnisse sind eindeutig. Mit größerer Arbeitsbreite wird langsamer gefahren. Wird weniger Leistung für den Fahrantrieb benötigt. Steht mehr Motorleistung für das Häckselaggregat zur Verfügung, sinkt der Dieselverbrauch je Tonne Erntegut beträchtlich. Für die Praxis bedeutet dies, durch die Kombination von geringer Fahrgeschwindigkeit und großer Arbeitsbreite werden ca. 7 Liter Diesel je Hektar eingespart. Bei einer Erntefläche von beispielsweise 500 Hektar reduziert sich der Dieselverbrauch um 3.500 Liter. Gemessen und protokolliert wurde nur die reine Häckslerarbeit. Mit größeren Arbeitsbreiten hat man aber auch mehr Platz am Vorgewende, gibt es weniger Wendemanöver und die Anzahl der Überfahrten sinkt. Kurzum, Häckseln mit breiten Vorsätzen erhöht die Kapazität bei geringeren Kosten. Die Praxis fordert, Mais für Biogasanlagen soll für eine optimale Gasausbeute möglichst kurz und exakt gehäckselt sein. Welche Auswirkung hat es dann, wenn bei gleicher Maschine mit Standard- oder Biogastrommel gearbeitet wird? Hierfür häckselt der Big X 650 in seiner dritten Messfahrt mit einer Standardtrommel, das heißt mit 28 Messern und dem Vorsatz EasyCollect 7500 eine komplette Schlaglänge. Die Kennziffern werden nach der gleichen Systematik erstellt. Sie lauten bei dieser Messfahrt Im Anschluss häckselt der Big X 650, ausgerüstet mit einer Biogastrommel, das heißt mit 40 Messern, in der vierten Messfahrt eine komplette Schlaglänge. Die Erhöhung der Messerzahl führt zu eindeutigen Messergebnissen. Der Vergleich der beiden Einsatzvarianten verdeutlicht eindrucksvoll. Der Durchsatz je Stunde steigt um 25%. Der Dieselverbrauch je Tonne Erntegut wird um 15,3% reduziert. Der Dieselverbrauch je Hektar wird um 13,4% reduziert.
Der Einsatz der Biogastrommel mit 40 Messern bedeutet bei gleicher Drehzahl mehr Schnitte pro Minute. Führt zu geringerer Schichtstärke im Vorpresskanal, steigert den Durchsatz und senkt den Dieselverbrauch je Tonne Erntegut. Bei kurzen Häcksellängen und Standardtrommel ist der Vorpresskanal der begrenzende Faktor. Die Maschine fährt an der Stopfgrenze. Beim Big X mit Biogastrommel ist nicht mehr das Einzugsorgan der begrenzende Faktor, sondern der Motor. Der Motor wird mit Biogastrommel im Leistungsoptimum gefahren. Der Durchsatz wird erhöht, der Dieselverbrauch je Tonne Erntegut reduziert. Gibt es nun Unterschiede in der Häckselqualität von Standard- und Biogastrommel? Die Siebung der Häckseldurchgänge zeigt folgendes Ergebnis. Mit 0,3% sind unerwünschte Überlängen praktisch nicht vorhanden. 14,7% der Häckselprobe sind größer als 10 mm. 30,3% der Häckselprobe sind größer als 7 mm. Und 54,6% der Häckselprobe sind kleiner als 7 mm. Der Einsatz der Biogastrommel führt zu folgendem Ergebnis. Überlängen sind nicht messbar. 9,1% der Häckselprobe sind größer als 10 mm. 22,7% der Häckselprobe sind größer als 7 mm. Und 68,2% der Häckselprobe sind kleiner als 7 mm. In der Siebung, in der Häckselqualität, gibt es keinen deutlichen Unterschied zwischen Standardtrommel und Biogastrommel. Die 6 Vorpresswalzen der Big X sorgen bei beiden Systemen für eine gleichmäßig hochverdichtete Vorpressung. Die offenen und transparenten Untersuchungen machen deutlich: Größere Arbeitsbreiten ergeben einen höheren Nutzen, denn breite Vorsatzgeräte erhöhen die Durchsatzleistung und reduzieren den Dieselverbrauch. Bei kurzen Häcksellängen erhöht die Anzahl der Häckselmesser den Durchsatz, lässt die Vorpresswalzen schneller drehen und verringert den Kraftstoffverbrauch. Der Workshop zeigt, der Weg in Richtung Leistung ist der richtige. Das beweisen Krone Häcksler seit 2001 weltweit.